Leider ausfällt, gib mir bitte ein Main Match! Main Match! Auf meiner rechten Seite. Eine absolute Legende. Endlich wieder im A Cappella dabei. Macht Lärm für Boom Taggy! Yeah! Und auf meiner linken Seite. Wäre schon weird, wenn er nicht dabei wäre. Macht bitte Lärm für den krass aktiven Hiding John! Yeah! Und nochmal Lärm für beide MCs, da sie beide dieses Match judged haben wollen. Deswegen haben wir auch 5 Juries. So. Taggy fängt an, let's go. Ja. Also zum Anfang erstmal, ich wette, deine Lines werden super krass. Und ich wette, da wird gut gelacht. Aber du kannst mich niemals so ficken wie der Typ, der vorhin einfach meinen Namen reingerufen hat. Ja. Aber fangen wir mal an. Jamie, nenn du mir mal bitte eine zufällige Zahl. 7. Und nenn du mir mal bitte ein mit Käse überbackenes Gericht. Pizza. Pizza. Und nenn du mir mal bitte ein Kleidungsstück. T-Shirt. T-Shirt. Mhm. Mann, Lines über deinen Körperbau zu schreiben ist so einfach, das mache ich glatt mit Augen zu. Wenn ich 7 Kilo Pizza in ein T-Shirt stopfe, sieht das exakt so aus wie du. Ja, Berlin, was geht ab? Mein Name ist Wong Taggy. Und das hier ist ein Anblick, an den man sich erstmal gewöhnen muss. Heute battelt hier ein ausgewachsener Mann gegen einen schlecht gealterten Fötus. Heiling John. Alter, Jamie, hast du Lack gesoffen? Der Typ sieht aus, als hätte er die Hobbit-Transformation nach 50% abgebrochen. Ey, und falls ihr euch fragt, wie es zu dem Matchup hier kam, das war keine Formfrage. Wir beide stehen hier heute Real Talk, weil ich davon geträumt habe. True story. Ey, man sagt, Christopher Nolan hatte die Idee für Inception nach luzidem Träumen. James Cameron träumte mit 19 Jahren zum ersten Mal von der Welt von Avatar, mit diesen Riesenbäumen. Auch Paul McCartney hat den Song Yesterday geträumt und erntete damit später Riesenapplaus. Nur mein Unterbewusstsein so, wie sähe ein präpubertierender Frührentner aus? Heiling John, die Leute nennen dich also lustigster Battle-Rapper. Habe ich das richtig erkannt? Tja. Früher habt ihr mich so genannt. Aber gut, wenn es heißt, du seist so lustig und hier wegen deiner Scherze gerade so begehrt, dann wird heute ein für alle Mal die Zwerchfellfrage geklärt. Und ich meine nicht deine Rückenhaare. Ey. Spieglein, Spieglein in meiner Hand. Wer ist der lustigste Battle-Rapper im ganzen Land? Mhm. Ich soll einen Witz erzählen? Okay. Klopf, klopf. Der Wehrschwanz-Mutterficker. Heute wird dir auf den Kopf gewickelt. Eichel so hart, du merkst sofort, dass es Vollmond ist. Aber ich glaube, ihr habt da was verwechselt. Weshalb er aus der Competition auch rausfliegt. Das ist nicht der lustigste Battle-Rapper. Das ist der Battle-Rapper, der am lustigsten aussieht. Alter, guck dich doch mal an. Du bist weder Mann noch Milchtüte. Du siehst aus wie so eine Mischung aus Schildkröte und Schilddrüse. Du schrumpförniger Schnarchkackler, du Tick-Tack im Speckmantel. Steh mal richtig stramm. Du hast immer eine Körperhaltung, als lehnst du dich gerade an. Hey, Frauen sehen mich im Baumarkt und denken Auberginen-Emoji. Frauen sehen dich im Baumarkt und denken Aubergine im Obi? Heiligen John, Alter. Stammkunde im Eissalon, Blutgruppe Leichtbeton, machst dir auf krass, aber beim Treppensteigen fehlt dir dann die Luft wie einem Heißballon. Ey, ich dachte im Ernst, ich würde dir heute gegen einen Berserker spitten. Stattdessen sieht mein heutiger Gegner so aus, als sei er auf dem Glücksdrachen Furu hierher geritten. Er so, hä, ich hab ein Deutschland-Ticket. Mal halb Mensch, halb Kaulquappe mit dem Swag von einem Hühnerdieb. Wenn du nackt mit deinem Handy in der Hand vor mir stehst, dann ist das Beeindruckendste an dir dein Duolingo-Streak. Aber was ich da rede.
Wenn du nackt mit deinem Handy in der Hand vor mir stehst, habe ich sowieso ganz andere Probleme. Ey, sie sagen, ich habe meinen Hunger verloren. Und dass meine Leistung zuletzt gar nicht so krass ist. Und darum habe ich zur Vorbereitung auf dieses Battle 5 Tage gefastet, heißt. Erstens, heute ist mit mir nicht gut zu scherzen. Und zweitens ergeben sich aus dieser Umstellung des Stoffwechsels verringerte Cholesterin- und Blutfettwerte. Aber okay. Aber ja, kann gut sein, dass ich für manche etwas rostiger klinge. Doch wer Narben hinterlassen will, der hantiert mit rostiger Klinge. Darum glaub mir, heute wird hier niemand enttäuscht. Und das war nur die erste Runde. Die war für euch. Schöne erste Runde von Bom Taggy. Weiter geht's. Erste Runde, Hiding John. Unser Champ ist also krank und wird sein episches Main-Match also safe nicht schaffen. Mein Gott, alles muss man hier selber machen. Es ist Hiding John gegen Bong Taggy. Das sieht nicht aus, als würden wir gleich eine Performance in der Cypher machen. Das sieht aus, als würde ich hier in den scheiß Hollister nicht reingelassen. Und die Leute denken, ich hätte nichts gegen dich. Doch ich battle 1000 Leute in einem Jahr, nur damit du an den Recherche-PPV-Käufen verarmst. Und ja, Taggy ist auf den Events am Start und reactet viel, aber das Lachen kommt nicht von Herzen, das ist ein Zahnpasta-Werbedeal. Ja, du hast so ein Werbegesicht und so ein Ekellächeln, als käme gleich die Stimme aus dem Off. Inkontinenz kann jeden treffen. Du siehst aus, als wäre dein Dielenboden immer gerade frisch gewischt und gebonert. Und als ob sich der Bausparvertrag im Laufe der Jahre schon so richtig gelohnt hat. Ich weiß gar nicht, was du mit deiner heuchlerisch-sweeten Art hier noch willst. Du bist das erste Getty-Image-Suchergebnis von freundlicher Familienvater beim Grillen. Ich wette, dass du nur in Bahnhöfen die Lounge und Loge haben verkehrst. Was für Adonis, heute wird höchstens die Bahn-Bonus-Frage geklärt. Ich brauche mal kurz eure Hilfe, okay? Immer wenn ich sag, was ist, sagt ihr das denn für eine Scheißidee, ins Title-Match mit Kostüm zu kommen? War doch klar, dass das übel bombt. Als ob das jetzt ein Zeichen von besonderem Mut wäre. Kriegst ein Title-Match und denkst dir, oh, wo kriege ich so schnell noch einen lustigen Hut her? Du dachtest, du verteidigst deinen Titel mit dem Wikinger-Swag? Ah, das ist also die berühmte chillige Cap. Du gabst damals das Title-Match gegen Niles. Und man merkt, dass die Crowd was dagegen hat. Aber nein, ich verstehe dich da. Seine Lines waren zwar mega krass, aber ich weiß nicht, da fehlte was. Du rappst da von Plündern und von Morden, machst richtig einen auf Hafengangster. Dabei liest du höchstens mal im Wiki was von starken Männern. Und du sagst, ein Wikinger hat in einer Diskussion über kulturelle Aneignung ehrlich nichts zu sagen. Und hast dann als weißer Rapper sehr viel zu sagen. Sagst, Kultur ist zum Teilen da, solange man's respektvoll und würdevoll aufbaut. Ja, zum Beispiel wie dein Track, in dem der Türke dir die Frau klaut. Ja, war das der Plan? War das der Plan, dass du auf nordischen Draufgänger tust, in der Hoffnung, du bist Sandy endlich Ausländer genug? Ey, was du da aus dem Hut gezaubert hast, unterirdisch und wack. Ich hab den Zaubertrick zuerst auch nicht so wirklich gecheckt, aber plötzlich, tada, der Gürtel ist weg. Geile erste Runde von Hiding John. Take it, kick it. Ja. Ja. Ey, du hast recht. Man lernt ja auch dazu, ich muss sagen, Sandy, mittlerweile ist ein ranziger Track, aber ich meine, deine Zeilen, wo du Joe Farrow sagst, wie ein echter Ausländer sich zu tun hat, hast du 2020 gerappt. Ey. Und generell sagst du, ich sehe aus wie jemand, Inkontinenz kann jeden treffen, aber sowas würde ich nicht rappen. Ich meine, wäre ich gerade inkontinent, würde ich als allererstes dich treffen. Aber sag mal, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Mach mal bitte Lärm für sein Comeback. Ich wette, das war für Hiding echt schwer. Ich meine, dein letztes Match ist jetzt was? 3 Wochen her? Ey, ohne Scheiß, der Typ battelt so viel, das ist schon nicht mehr geil. Als ich ihn nach dem Match gefragt habe, kam nur so automatische Antwort. Shoutout, Rapper, bin dabei. Ey, du hattest sogar schon ein zweites Bad Bars Battle gegen den Typen mit der Casio-Uhr. Ich halte dich zwar nicht für Fußbekleidung, aber are you sure? Ey, weißt du, wie viele originale Harry Potter Bücher es gibt? 7.
Ein vollendetes Kunstwerk mit Liebe gestrickt, aber Jonas K. Rowling denkt sich Band 41, Hiding Potter und der Kampf gegen Übergewicht. Ey, deinen ganzen Gegnern geht mittlerweile schon die Angriffsfläche auf bei ihren Punches. Dieser eine Dude hat letztens sogar behauptet, dass du ein schöner Mann bist. Das war echt ein fieser Move. Aber weißt du was, Jonas? Du riechst auch gut. Ey, aber ich wollte nicht einfach nur dein nächstes Matchup sein. Ich wollte den Menschen hinter den Reimen verstehen. Deswegen bin ich extra vor 3 Wochen zu deinem Craze-Match nach Düsseldorf gefahren, um dich dort live zu erleben. Und meintest du nicht mal, du feierst es, wenn man sich im Battle mit Real Talk böse zerfickt? Oh, Jonas, heute verwöhne ich dich. Jonas. Was ist das denn für ein Scheiß? Zensiert Dilti die Nachnamen jetzt sogar schon live? Aber okay. Denn unser Hiding hier ist in einer offenen Beziehung. Und das finde ich nicht gut. Guck mal, ein Mann und eine Frau gehören zusammen. Das ist ja wohl ein Grundwert. Aber du hast eine Freundin und darfst jede Frau hier im Raum flachlegen. Das ist einfach nur unfair. Ich meine, dass du deinen Sextrieb nicht kontrollieren kannst, ist alleine schon eklig. Aber dass du damit uns, heteronormativen, monogam lebenden Männern, die Frauen klaust, schäm dich. Und ich hab's in Düsseldorf live mitgekriegt, Leute. Da lief Jonas durch die Crowd und sichtete Bräute. Mickrige Beute. Kaum Titten gibt's heute. Ey, dann erblickt er meine Freundin inmitten der Meute, lehnt sich zu mir rüber, die Lippen befeuchtet und flüstert mir ins Ohr. Die ficke ich heute. Ey! Kannst du das bitte nicht machen? Das ist meine Freundin, die liebe ich. Und er so, zäh! Offene Beziehung, Bitch! Ich so, hey John, bitte hör auf! Du kannst doch jede haben, warum fickst du immer mit meiner Frau? Ey, jede Frau auf diesem Battle-Event wurde an dem Abend von dir zugetextet. Ey, hast du Bock auf mich und meinen Riesenschwanz? Und zeigst ihm dann sein Kiruma-Battle. Ey, und das Beste ist, eine Cousine von mir wohnt in Düsseldorf auf der Königsallee. Und die hat dich an diesem Abend persönlich erlebt. Ja, Mann, Alter, ganz genau. Und weißt du, woher meine Cousine dich kennt? Willst du es wirklich wissen? Motherfucker, Mann, du hast die gefickt, Alter! Richtig, Jonas. Ich erzähle heute allen, du bist notgeil und hast einen niedrigen IQ, bis du genervter bist als in deinem Shizu-Interview. Und behaupte ja nicht, ich würde hier gerade die Wahrheit verbiegen. Denn das war ein sogenannter Real Talk-Part. Da darf man nicht lügen. Ey, Fun Fact: Das war der Engel, den ich geträumt hatte. Weshalb das auch mein Lieblingspart ist. Und das war Runde 2. Ich geb's zu, die war für mich. Ist auch Real Talk mit dem Traum. Das hat er mir schon vor Monaten gesagt. Weiter geht's. 2. Runde, Hiding John. Der einzige Titel, den Taggy noch trägt, ist zwar zum Flexen nicht geeignet, aber nützlich, denn der Mann ist jetzt Doktor der Supply Chain Analytics. Ja, legt euch nicht mit Taggy an. Legt euch nicht mit Taggy an, der rechnet sich das richtig aus und macht dann Drive-By-Shooting bei minimalem Spritverbrauch. Ey, Davy, erzähl du mir nichts von Delivery, ich hab Logistik studiert. Ja, das ging krass auf die Schnauze. Aber erzähl du mir nichts von Flow, ich hab fließend Wasser zu Hause. Unser Logistikprofessor ist auch Gründer von Twin. Und seine Business-Idee beschreibt er als Flugsimulator für Logistikunternehmen. Und das kommt dir jetzt vielleicht wie ein fantastischer Plan vor, aber Bro, es gibt schon einen Truck-Simulator. Twin ist Bennos Antwort darauf, dass das globale Logistiknetzwerk immer komplexer und verwinkelter wird. Gebt es zu, das hat euch auch schon immer gestört. Er durfte seine Geschäftsidee sogar schon im Interview bei Business Insider erzählen. Zitat: Logistik ist laut Gründer Benno ein geiles Problem. Geredet wie ein Löwe, Benno. Du weißt, wie man mit der Presse spricht. Aber was ist bloß mit deinem Team los, wenn du mit sowas deren Sprecher bist?
Da hat unser Bierbong Benno wohl mal wieder ein bisschen was genascht vor dem Interview. Es mag dich überraschen, aber der Business Insider hat nichts mit Apfelwein zu tun. Logistische Probleme geil finden. So ein trauriger King, Mann. Dirty Talk heißt, Benno erzählt von einem Stau auf der Hinfahrt. Dass du sonst nie was von dir preisgibst, finde ich jetzt doch ganz korrekt. Du öffnest autobild.de nur im Inkognito-Tab. Gib's zu, so ein richtig schöner 40-Tonner. Das für dich ein Augenschmaus. Du kaufst den Trucker-Babes-Kalender und schneidest da die Frauen raus. Du siehst die letzte Generation auf der Straße liegen, bist entsetzt und denkst, ein schlimmer Tag für die deutsche Lieferketteneffizienz. Du bist der langweiligste Mensch der Welt, sowas hab ich noch nie gesehen. Dein Herzensprojekt ist die Kosteneffizienz im deutschen Industriesystem. Du hast als Rapper ganz klar ein Talent, aber das Gesamtpaket als Mensch ist was richtig verwirrt. Was erzähl ich dir von Paketen? Hast ja Logistik studiert. Mir ist ganz egal, wie ein Match zwischen uns beiden ausgeht. Wenn ich verliere, dann will die Tradition, dass ich bald in einem Title-Match stehe. Wenn ich gewinne, wollen die Leute mich erst recht Tobi high-fighten sehen. Heißt, du hast keine Chance zu ändern, wie die Zeichen heute stehen. Und das, Benno, das ist doch mal ein geiles Problem. So, ganz kurze Verkabelung, dann geht's weiter mit Taggy. Whenever you're ready. Stehen. Ganz kurz noch warten, bis der Soundmann wieder in seiner Position ist. Genug Zeit, um nochmal Lärm zu machen für die geile Runde von Heidi und John. Ja, geht gleich weiter. Geht's weiter? So, kurz testen. Hallo. Hallo? Yo, hört man mich? Ja. Okay. Alter, du lachst irgendwas von meinem Start-up. Dort habe ich nicht mal Bock auszuholen. Digga, rede du nicht von Start-up, wenn du aussiehst wie Endstufe Down-Syndrom. Ja. Ey, dein letztes Match gegen Trace war echt bezeichnend. Und um euch eine kurze Zusammenfassung seiner Verse zu geben, Heiding macht 3 Runden Witze und sagt dann, ich werde es allein mit Jokes zum Titel schaffen, ihr werdet schon sehen. Was im Nachhinein schon ein bisschen lächerlicher klingt, denn er hat es mit Jokes nicht mal geschafft, da das Battle zu gewinnen. Und dann sagst du auch, ey, ich mach Battle Rap und hab einen Vollzeitjob als Werbetexter und mach jetzt auch Comedy als neuen Karrierezweig. Boah, da hast du ja echt eine ganze Menge vor mit der Lebenszeit. Also aus einer sportlichen Tätigkeit. Aber du willst jetzt echt mit Comedy durchstarten? Dann wünsche ich mir, dass man deine Leistung erkennt und dir Reichweite schenkt. Ich meine, von allen Battle-Rappern, die Comedians werden wollen, hast du mit Abstand am meisten Talent. Aber wenn du meinen ehrlichen Rat willst, dann konzentrier dich nur darauf. Und zieh unter Battle-Rap einen Schlussstrich, denn du machst dir seit 5 Jahren das Gleiche. Nimmst die Zitate vom Gegner und machst dich darüber lustig. Guck mal, Karma brachte gegen Jarambo eine Runde gegen Frauenhass und sexualisierte Gewalt und setze damit ein Statement in sein Part. Aber du machst dich über ihn lustig. Karma hat gesagt, er hat einen Mülleimer im Bart. Ey, und du warst so stolz auf deinen geilen Witz, dass du den in einer Runde gleich 3-mal kickst. Okay, du hast Karmas Bildsprache nicht verstanden. Ich riech's ihm aus. Heiding auf dem Sportplatz. Hä? Du bist gar nicht Ronaldo. Zieh das Trikot aus. Ey, es scheint, als seien Jokes deine Überlebensstrategie. Ich wette, wenn du an der Supermarktkasse Waren aufs Band legst, dann summst du die Tetris-Melodie. In deinen Runden ist immer die gleiche Art von Witzen drin. Wie so ein Restaurant, wo auf der Karte nur 5 Gerichte sind. Im Gasthof Taggy hingegen gibt's alles. Döner, Burger, Fritten, Drinks, Pasta, Sushi, Pizza, Shrimps. Leute kommen rein. Was? Die haben sogar Chicken Wings? Nee, warte mal. Andersrum. Also, ich bin das gute Restaurant, wo es lecker schmeckt. Und erstes, wo es nicht gut schmeckt. Okay. Ey. Ach, halt's Maul, du Schwingtitte! Der immer gleich. Der immer gleiche Humor, die immer gleiche Energie, die immer gleiche Strophenstruktur. Ich meine, du lebst polygam, aber pflegst auf deinen Kompetenzfeldern dann eine Monokultur. Ey, wenn ich meinen ersten Rapper-Mittwoch-Auftritt angucke, fangen meine Nackenhaare an, sich aufzurichten. Aber wenn ich dein erstes Battle sehe, denke ich mir, das könntest du heute 1:1 genauso kicken.
Guck mal, wenn man mir sagt, Mikesh sei analytisch der Beste, dann habe ich den Ansporn, mich mit ihm analytisch zu messen. Wenn man sagt, Davy hat die krasseste Energie, versuche ich ihn darin zu schlagen. Und konnte ja damals nicht ahnen, dass er dann beschließt, einfach gar nichts zu sagen. Und wenn es heißt, ja, und wenn es heißt, du seist der, der am besten seine Gegner mit Jokes bekämpft, will ich, dass jeder bei Hiding John ab sofort nur noch an eine notgeile Aubergine im Obi denkt. Und das ist der Punkt, der uns direkt unterscheidet. Ich verlasse meine Komfortzone. Du verlässt dich auf deine. Magic habe ich vorgeworfen, in 5 Jahren nur 3 Battles zu machen. Und dafür wird er nicht den Titel verdienen. Aber obwohl du in der gleichen Zeit 30 Battles gemacht hast, hast du nicht bedeutend mehr Geschichte geschrieben. Du bringst mich immer zum Lachen. Doch mehr ist nicht drin in deinem Rüstungsbudget. Ich sehe bei dir zwar keinen Leistungsabfall, aber ich weiß auch nicht, wo dein Mülleimer steht. Du hast es in all dieser Zeit nicht geschafft, uns deine Person zu illustrieren. Wieso muss ich dem Werbetexter die Bedeutung starker Botschaften erklären? Ich habe in Düsseldorf abseits des Battles gesehen, wer Jonas so ist. Und ich glaube, wir wissen beide, er ist hier kein Protagonist. Du kommst hierher, machst deine Jokes, fällst im Backstage nicht auf, kriegst selten Seitenhiebe ab, bist der Favorite der Crowd, die Leute wollen nichts von dir wissen, über dich redet man kaum. Kurz gesagt, Jonas, du lebst meinen Traum. Letzte Line. Du sagst in deinem Q&A, Battle Rap hat sich nicht als Person verändert. Und das ist riesiger Mist. Und solange das so bleibt, glaube ich nicht, dass du den Titel hier kriegst. Aber vielleicht denkst du nach dieser Runde mal drüber nach, denn die war für dich und übrigens war nicht so gemeint. Pizza ist mein Lieblingsgericht. Schöne letzte Runde von Taggy. Ebenfalls jetzt die letzte Runde, Heidi John. Sag mal, Taggy, seit klar ist, dass du deinen Titel abgibst, kann es sein, dass du seitdem ein bisschen eingeschnappt bist? Dein Text gegen Fate war so schlecht gemacht. Ich meine, das kann ja nur Absicht sein. Eins müsst ihr wissen über Fate. Der Typ, der war letztens auf einem Date. Die Frau, sie hieß Kate. Er war ein bisschen late. Sie so, ey, was soll das? Er so, Bitch, warum der Hate? Er so, ich mag Doppelreime. Sie so, great. Er so... Er so, willst du mit mir fummeln? Sie so, mate. Ja, nee. Das ist ein Text, den nur der Beste schafft. Einer, der weiß, Kultur ist zum Teilen da, wenn man es respektvoll macht. Mach du hier nicht auf Liebhaber, der für diese Kultur ganz krasse Hoffnung hat. Du bist nur hier, weil der Coworking Space der TU leider samstags geschlossen hat. Du zeckst dir nur ein bisschen das Festival-Ticket und schreibst dann so einen Schrott, machst 3 Battles in einem Jahr, hast auf das zweite schon keinen Bock. Deine Gimmicks, wie deine Wohnungssuche, nimmst du nicht mit rein, weil das so cool und neu ist, sondern damit du irgendwie deine 3 Minuten vollkriegst. Und apropos vollkriegen, vor dem Battle gegen Fate gab's scheinbar auch schon wieder reichlich Rum in die Haube. Contest sah, mein Abschluss war nicht Summa Cum Laude, das war Brumm Brumm Cum Laude. Ey, so viel zu saufen nennt man, glaube ich, eine Charakterschwäche. Also würde man, wenn du nüchternen Charakter hättest. Wir trinken beide ein Bier vor dem Battle. Aber dass das nicht denselben Grund hat, könnt ihr euch sicherlich denken. Ich mach das wegen zitternden Knien, du wegen zitternden Händen. Ich bin jemand, der immer neue Stärken sucht. Du bist nur stark süchtig. Also geh von der Bühne, hol deine Sachen und dann fahr bitte nirgendwo mehr hin. Das wäre hart. Fahr bitte nirgendwo mehr hin, das wäre hart wichtig. Du bist nach so einem Event vieles, aber nicht mehr fahrtüchtig. Du musst dann einfach ein bisschen ausnüchtern und alles wird gut. Nimm doch die Öffis, wie wäre es mit einem kalten Entzug? Ey, ich habe hier gefühlt gestern noch gegen Trace gebattelt. Einen der besten, die es gibt in dem Game. Dass ich heute schon wieder in der Mitte hier stehe, ja, das weiß ich auch selbst, ist eine beschissene Idee. Aber ihr müsst mich halt ein bisschen verstehen. Für mich sind gute Battles wie für ihn eine Flasche Pfeffi an einem Freitagabend, weil es sehr schwer fällt, dazu Nein zu sagen. Mann, ich lebe für den Scheiß und bin der Einzige, der das nicht nur mal ebenso schreibt, sondern das in den Battles mit Frequenz und Qualität auch beweist. Weil ich dick für die Engels, weil ich bewusst danach suche, so wie Benno nach einem lustigen Hut. Und ganz ehrlich, Tobi High statt mir als Contender ist einfach frech. Es gibt eine Top 3 der Szene, von denen steht keiner in diesem Title Match. Und jetzt mussten sie den Titelkampf verschieben. Aber nein, das ist nicht schlecht. Dadurch wird dieser Abend dem Status in der Szene einfach gerecht. Wer wissen will, wo ich stehe, muss einfach nur meinen neuen Platz auf dem Line-Up checken. Ja, ich bin in einer offenen Beziehung. Heißt, ihr könnt mir alle mal die Eier lecken.
bleibe hier der Lustigste der Liga. Ganz egal, wie wenig Erfolg das verspricht. Also was für Absage. Hier steht doch euer Champion, ob ihr wollt oder nicht. Danke für das Battle, ich fand's gut, ich habe viel gelacht. Ich habe in der ersten Hälfte habe ich es eher bei Taggy gesehen, dann in der Mitte war ich dann eher unsicher und dann habe ich noch genau darüber nachgedacht. Also ich würde knapp an Taggy geben, ich fand ihn ein bisschen dynamischer, ich fand ihn ein bisschen unvorhersehbarer, aber ganz knapp an Taggy. Also, irres Battle, vielen Dank für euch beiden. Ich bin super crazy, ich fand, du hast den Vorteil, dass du angefangen hast, das hat der ersten Runde für dich sehr gut getan, du hast den Vorteil, dass du enden konntest, das hat deiner dritten Runde sehr gut getan. Die zweite Runde war sehr even, also ich sehe es ähnlich wie Josef Steinschleiter, dass es super, super knapp ist. Ich fand, würde es aber auch knapp an Tag geben, weil es... Weil es Atmet. Genau, ich fand's über die ersten beiden Runden stärker, also mehr auf deiner Seite. Ich fand deine dritte Runde auch sehr gut und der Abschluss der dritten Runde hat's für mich nicht komplett rübergerissen. Deswegen gebe ich's ganz, ganz knapp an Taggy, aber so. Yo, yo. Lass den Mann reden. Er hat schon ein paar Battles gemacht. So. Starkes Battle, Jamie, wenn ich irgendwas von dir will und dir anbiete zu judgen, ist es eine Höflichkeitsfloskel. Bitte, mach das nicht wirklich. Dass du das auch nicht verstehst. Ne? Abgesehen davon fand ich es ein knappes Battle, aber relativ einfach zu judgen. Ich sehe es anders, ich gebe es an Heiding. Ich erkläre auch den Grund so, dieses Unvorhersehbare habe ich eher ein bisschen bei dir gesehen. Ihr macht beide seit sehr vielen Jahren Battles in einer sehr hohen Frequenz. Das ist unfassbar schwierig so. Und dass Bong Taggy zu der Zeit, nach 10 Jahren, immer noch fucking Matchups auf dem Niveau bringt, ist ein unfassbares Level so. Und er war auch heute stark, aber ich habe schon stärkere Bong Taggys gesehen so. Und ich fand Heiding heute ein bisschen überraschender, hatte die stärkeren Endzeilen so. Und für mich als Battle-Rapper ist auch so, wie ungern würde ich da gerade stehen. Und ich hätte heute ein bisschen weniger Bock hier zu stehen als da. Deswegen gibt es knapp an Heiding John, aber es war ein geiles Battle und so. Und ja, kein Grund, Judges auszubauen. Ich schmeiß da. So, boah, ist das schön, wieder hier zu sein. Hi. tut mir einen Gefallen und bucht keine Judges aus. Alle wollen mal. Sorry. Alle wollen Judge Battles und das ist der Grund, warum kaum noch einer Bock hat. Also, so. Ich fand das Match mega geil, vielen Dank, ich habe in einer Tour durchgelacht. Du hast es sehr gut formuliert in deiner Runde, du greifst deine Gegner da an, wo du die Stärken siehst. Das hat man bei dir in der ersten Runde gemerkt, du bist super witzig reingekommen, habe ich auch ein bisschen mehr gelacht als in deiner ersten Runde. Und ich hatte dann darauf gehofft, dass nicht alle drei Runden einfach nur irgendwie joke-lastig sind. Du hast es sehr, sehr clever aufgebaut mit deinen drei Runden, das ist für mich, das für euch und das für dich. Hat mir sehr gut gefallen und du hattest auch sehr, sehr starke Konter drin. Die habe ich bei dir ein bisschen vermisst und da habe ich dich auf jeden Fall auch vorne gesehen. Du hattest dafür, fand ich, die Bar auf dem Event ganz am Ende, du hast es an der Reaktion gemerkt, fand ich mega geil. Für mich warst du aber ein bisschen kreativer, ein bisschen einfallsreicher, gerade weil du in der dritten Runde ihn ein bisschen besser angegriffen hast in seiner Person, in seinem ganzen Auftreten, hast gezeigt, warum er in jedem Battle sich ein bisschen ähnelt und du hast dir vor allem ein spezielles Battle rausgesucht. Von daher war für mich der allgemeine Enkel, der dich als Person angreift, ein bisschen stärker als ein spezifisches Battle, aber super, super knapp. Danke an euch beide, ich gebe dann noch Taggy. So, dann wird es eigentlich entschieden, haben aber noch einen sehr qualifizierten Judge. Ja, scheiße, dass ich jetzt letzter bin, weil Smellow hat mir gerade aus der Seele gesprochen. Ich wollte eigentlich genau das sagen, was tatsächlich heute ihn in seiner Stärke, zumindest in der ersten Runde, deutlich übertrumpft, finde ich.
Trotzdem, ich wollte es eigentlich daran festmachen, bei wem habe ich mehr gelacht. Und dann habe ich aber den dritten, wurde ich von beiden überrascht. Also du hast tatsächlich nochmal, also ich fand den Aufbau bei dir sehr gut. Dein Abschluss war Bombe, aber es hat dann nicht gereicht. Ich habe ihn in allen drei Runden ein bisschen vorne gesehen. Trotzdem, danke fürs Battle, sehr stark. So, jetzt mitbekommen. Ja. Ganz kurz eine Sache, die ich sagen will, ich kann euch auch mal verstehen, ich sah hier auf gerade nach seiner dritten Runde und dachte mir, okay, er holt safe das Ding, weil sich einfach so krass in dem Moment angefühlt hat. Aber ich sehe es für die anderen, wenn ihr Judge battled wollt, dann booten ich die Judges auf. Aber wir können es wieder gut machen, indem ihr Lärm macht für den Mann auf der linken Seite. Ein Punkt hat er sich geholt, viele hier seien die vorne, macht mal Lärm für die Leistung von Heiling. Schon. Aber endlich wieder Marc Capella. 4:1 Sieger, euer